Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich, hier aus dem hübschen Frankfurt. Im Hintergrund, da bin ich auch geboren worden, hier da hinne, weißt du? Und sieht es nicht geil aus? Geile Skyline, oder? Leute, 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 Frankfurt. Schon damals der Allegede gesagt hier. Es gibt keine Stadt auf der Welt, die mir so wie mein Frankfurt gefällt. So, ja, heute haben wir mal eine hessische Folge hier und auch hessische News. Also nicht nur, also hessische News haben wir heute hier am Start. Das ist, es ist was ziemlich Krasses rausgekommen und das finde ich gar nicht so schön. Da muss ich echt sagen, also da bin ich auch ein bisschen platt hier. Ja, weil das ist überhaupt nicht toll. Ne? Leute, das ist überhaupt nicht toll hier. Weil Fortnite ist wohl gehackt worden, weißt du, und also hat wohl die Washington Post hat das wohl rausgebracht, ja, und das gucken wir uns jetzt mal an hier. Das ist nämlich ziemlich kranker Scheißdreck hier, ne, ziemlich krasser kranker Scheißdreck, und das gefällt mir persönlich jetzt mal gar nicht, ne. Also wir gucken uns das jetzt mal an, so hier, also ja, ist hier ein Bug ist rausgekommen. Und Leute, da muss ich echt sagen, also Fortnite, Epic Games, sorry, aber das sind Sachen, also das, was da euch jetzt passiert ist, das ist, Leute, das sollte eigentlich jeder durchschnittliche Entwickler sollte wissen, dass man da drauf aufpassen muss, gell? Also, wir gucken uns das jetzt mal an. Also, und zwar geht es jetzt hier darum, die wissen jetzt noch nicht einmal, wie viele Accounts davon betroffen waren. Also es ging darum, dass sowas nennt man heutzutage CSFR. Ja, beziehungsweise kannst mit einem Link, jubelst einem Link unter, und wenn da nicht richtig aufgepasst wird, ja, dann kannst du dann neben seinen Account einfach übernehmen. Und da gibt's halt normalerweise, gute Programmierer kennen da Tricks und Methoden, wie man das wieder aushebelt, gell? Epic. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber ja, scheinbar war das bei euch nicht der Fall, weil hier ging es dann darum, da wurden dann Links verteilt. Und wenn jemand auf den Link geklickt hat, ne, dann konnte dem sein Account gekapert werden. Und wir gucken uns das Ding jetzt einfach mal hier an. Das konnte natürlich auch dann mit dem Account, mit der Kreditkarte und so weiter, konnte gekauft werden und so, ne? Also richtig crazy Scheiße hier. Also gucken wir mal. Der Bug ist zum Glück ja inzwischen an Epic Games ja schon reported worden. Ich gehe mal davon aus, dass es inzwischen nicht mehr funktioniert. Ja? Deswegen zeige ich es jetzt trotzdem mal, ja. Aber das ist kranke Scheiße, ne? Mir gucke das, ihr könnt es ja dann. Guckt euch, ich mache es jetzt extra nicht groß, ja, da gibt es ein Link, der da geschickt wird. Und wir machen es jetzt doch mal groß, weil sonst sieht man es nämlich nicht. Victim Player, so. Der klickt jetzt den Link an. Dann gibt es diesen Token. Der Token, der da empfangen wurde. Ja, zack. Und dann bist du auch schon im Account drin. Ist das nicht toll? Ja, Launch. Yeah, baby, yeah. Und schon bist du drin. Hacked. So, schöne Scheiße, oder? Schöne Scheiße. Und dann kannst du auf alles zugreifen. Du kannst einfach kaufen. Also es ging wohl. Ja. Und dann hast du hier die Visa-Karte auch noch. Schöne Scheiße, ja. Das ist das nicht toll. Zack. So, ich mache das jetzt mal wieder klein, weil das ist nämlich richtig, richtig übel. Und ich finde es auch überhaupt nicht lustig, muss ich sagen. Also das ist, normalerweise ist es halt die eine Aufgabe, ja, die Aufgabe eines jeden Programmierers, auf so eine Scheiße aufzupassen in der heutigen Zeit, ja, dass sowas nicht passieren kann. Ja. Und wenn sie es nicht besser wissen, dann sollen sie nochmal extra Lehrgänge besuchen. Also. Hei, ja.
Also, was man jetzt darüber wissen muss, kannst dann quasi, ja gut, das haben wir ja schon alles besprochen. Und das Krasse ist, nicht nur, dass du da mit den Kreditkarten gekauft werden konnte, sondern ihr lest mal den zweiten Absatz hier. Die Hacker waren in der Lage, die gekauften Sachen noch in andere Accounts zu transferieren. Holla! Krass. 200 Millionen Fortnite-Accounts. Es ist momentan noch ziemlich unklar, wie viele Spieler von dieser Scheiße betroffen waren. Ja? Also Leute, nicht einfach irgendwelche Links anklicken, ja, wenn euch jemand hier, weil ihr habt ja gesehen, da ging es dann auch darum, oh, kriegst einen kostenlosen Skin oder so, ja, nicht einfach irgendeinen Link anklicken, solange bis hier Entschärfung ist, ja, und immer aufpassen, was ihr macht, ne? Also nicht einfach, wenn es heißt, oh, guck mal, da kriegst du was geschenkt, ja, dann blind draufklicken, ist nämlich gar nicht schön. So, dann klicken wir das jetzt einfach mal weg, ne? Und dann gehen wir jetzt mal in den heutigen Itemshop rein und dann schauen wir mal, was hier so heute am Start ist. Also, immer aufpassen. Ne? Immer aufpassen. Man sagt immer die Sicherheitslücke, also unter Hackern, Programmieren und so weiter, sagt man immer so schön, die Sicherheitslücke ist nicht im System, die Sicherheitslücke sitzt vor dem Rechner. Ne? Und die meisten Leute oder ihr selber entscheidet, was ihr anklickt, auf welche Seiten ihr geht und so weiter und so fort. Und demzufolge, ja, schleust ihr euch den Scheiß dann selber ein auf dem Rechner, irgendwelche Viren oder eben wie hier in dem Fall, ermöglicht ihr es jemand anderem dann, weil ihr da irgendwie, keine Ahnung, einen kostenlosen Skin haben wollt, ja, dass der dann euren Account kapert. Immer schön aufpassen. Das ist, heutzutage kannst du dir gar nicht mehr sicher sein, was da alles läuft. Ne? So Leute, also jetzt gehen wir mal in den Shop rein. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, lange Rede, langer Sinn. So, gehen wir in den alten Shop rein. Hier haben wir den Malkor noch. Und ja, der hat ja richtig schön auf den Frack gekriegt. Ja. Und gucken wir mal, der Malkor, was da so inzwischen. Wo sind denn die Noten? Ich hab doch da, genau. Ich meine, bei dem hier geht es noch von den Noten her. Gucken wir mal hier, da haben wir jetzt aktuell 3,18 von 5 bei 11 Votes nur, 35 Reminders. Okay. So, aber jetzt wird es halt richtig krass. Jetzt guckt euch mal bei der. Ja, sofort hat es noch gemeint. Ja, sofort hat noch darüber so. Illuminati-Kram da, ja. Aber trotzdem fand ich, sah sie nicht schlecht aus, die Picke. Aber die Noten, wow. Gucken wir uns mal die Noten an. Also, heftig, heftig, heftig. Finde ich gar nicht mal so schlecht, dass die Noten so sind. Also hier 1,4 von 5 bei 5 Votes. Jo, das böse Auge. Bitte böse abgeschnitten hat's. So. Gut, gehen wir mal hier raus. Dann haben wir hier den Shogun und ja, Samurai eben. Ne? Und ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt von dem Shogun. Ja, er ist jetzt. Ich finde, es schwer zu sagen. Also ich gebe dem jetzt mal 7 von 10 und dann gucken wir mal, der Shogun, was der so hier. 4,26 von 5 bei 34 Votes. Boah. Die Jawblade finde ich allerdings geil. Muss ich sagen. Und die Jawblade kriegt von mir 10 von 10. Die finde ich echt nice. Gucken wir uns mal die Jawblade an. 4,2 von 5 bei 10 Votes. Und dieser Gleiter ist halt schon geil, ne? Ich meine, dieser Klingenfächer, das gibt's ja tatsächlich, ne? Es gibt ja tatsächlich Klingenfächer, ne? Also anstelle von hier ist dann Klingen da sind, also dem Ding gebe ich auch, ich finde den nämlich richtig nice. Ich gebe dem auch 9 von 10.
Finde ich cool. Was haben wir da für Noten? 4,5 von 5 bei 8 Votes, 17 Reminders. So, sind wir damit durch? Oh nein, der Reef Ranger. Was soll ich denn da damit anfangen mit dem Reef Ranger? Der Reef Ranger ist, ich kann mir nicht vorstellen, hier mit Schwimmflosse auf dem Ding da rumzurennen hier. Das sieht doch totale Scheiße aus. Ich weiß auch nicht, was ist denn das? Sorry, aber ich kann dem nicht mehr als 4 geben. Sorry, aber hier 3,19 von 5 bei 31 Volt. Ich finde, der sieht kacke aus. So, haben wir die Cutting Edge. Was soll ich denn zur Cutting Edge sagen? So, Cutting Edge. Pff. Ich gebe der Cutting Edge 5 von 10. So, was hatten die Cutting Edge? Was hatten die hier? So, gucken wir mal da rein. 3,75 von 5 bei wenigen Votes. So, haben wir den Renegade. Der Renegade, ja. Von mir 4 von 10. Ich weiß, er ist beliebt, aber ich finde ihn nicht so doll. 3,48 von 5 bei 23 Votes. So, und jetzt kommen wir zu den. Der Reanimated, den finde ich echt cool, und der Reanimated kriegt von mir 10 von 10. Und da haben wir aktuell hier folgendes, da haben wir 4,05 von 5 bei 21 Votes. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Der ist neu. Der Backstroke, oder? Nee, der war schon mal drin gewesen. 15. Dezember 2018 war der schon mal drin, sehe ich gerade. Stimmt, der war mal drin. So, also gucken wir uns den nochmal an. Von 10, der Backstroke von mir. Was haben wir denn da? Da haben wir 3,86 von 5 bei 7 Votes. Und dann haben wir hier den Hyper. Ah, ist halt wieder mal ein Standardgleiter. Der sieht jetzt orange-blau. Was soll ich dazu sagen? Der kriegt von mir 3, 4 von 10. Der Hyper. Und das war's dann. So, da sind wir dann auch wieder heute durch hier. 3 von 5. Bei nur einem einzigen Vote. Und ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat hier, na, dann lasst doch mal ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert's Kanälchen und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.